Das war in 2006. Da haben wir uns nach einem Konzert, in dem Katrin und ich gespielt haben, ohne Holger in einer anderen Formation, haben wir uns getroffen und waren zusammen essen. Und es war sofort klar, wir müssen was zusammen unternehmen. Und dann haben wir gedacht, spielen wir doch mal zusammen. Und dann kam an diesem Ort, wo wir heute sind, also vor 7 Jahren, ein Konzertangebot. Und das war dann unser erstes Konzert. Und dann haben wir darauf hingearbeitet. Und dann haben wir gedacht, das können wir jetzt nicht so einmalig stehen lassen und haben weitergemacht. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt und jetzt sind wir Trigon. Interessanterweise hatten wir hier bei diesem Konzert, das wurde uns vorhin von der Veranstalterin nochmal erzählt, noch keinen Namen. Und das ist ja immer eine heikle Sache, wie man sich nennt, was noch nie da war, was irgendwie zu uns passt. Und Kerstin, du hattest, glaube ich, die Idee. Genau, ich habe mich mal ein bisschen intensiver mit Astrologie beschäftigt. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Also die Planeten, die stehen in bestimmten Winkeln zueinander. Und da gibt es unter anderem das Trigon. Und da ist es nun so, dass die Winkelbeziehung eine sehr positive ist. Also die Planeten wirken in einer sehr harmonischen Art und Weise aufeinander und man nennt es auch den Genießeraspekt. Und man erntet die Frucht, die gesät wurde. Und da haben wir gedacht, das passt sehr gut zu uns, weil wir uns so gerne mögen und weil wir auch schon in anderen Formationen gespielt haben und da unsere Erfahrungen gemacht haben. Und jetzt treffen wir aufeinander und nutzen das für uns. So ist das entstanden. Und wir sind ja wirklich beim Proben auch also harmonisch in der Weise, dass wir manchmal gar nicht so viel absprechen und eintragen für jeden Ton ganz genau, wie man ihn zu machen hat, sondern wir haben oft das gleiche Gefühl von alleine, ohne dass wir das wirklich dezidiert verabreden müssten. Und ich finde den Namen richtig gut. Auch bei den Proben selber ist das Genießen so schön. Also wir haben ein Stück ausprobiert oder gerade bearbeitet. Und dann lehnen wir uns zurück und schmunzeln uns an. Es macht einfach Spaß. Und das steht ja auch in diesem Namen drin, dass die sich positiv gegenseitig beeinflussen. Und das ist uns so oft gegangen, dass wir zusammensaßen und dachten, Mensch, das ist schön, das macht einfach Spaß. Und mussten so grinsen, weil es so schön war. Und das entsteht dann ja auch immer, ne, im Konzert manchmal was Neues. Also wenn wir jetzt, ne, zum Beispiel sowas wie La Folia gespielt haben, wie gerade, dann verabreden wir ja nicht alles, sondern ne, in dem Moment entsteht das und dann hat der eine Idee und heute haben wir zum Beispiel genau an den gleichen Stellen geatmet. Das haben wir nie eingetragen. Das war so richtig wie ein Mensch. Und dann schmunzelt man so vor sich hin und denkt, ja, so ist es gerade. Wir haben auch den neuen Namen oder den neuen Begriff Trigonisch für uns geprägt. Konzerten, so wie heute zum Beispiel, da spannen wir immer den Bogen eigentlich zwischen Mittelalter und dann konzertanter, virtuoser Barockmusik auf der anderen Seite und verfolgen dann so als roten Faden die Entwicklung der Volksmusik auch in barocken Stücken. Und für so eine CD fanden wir das schöner und passen da wirklich ganz stringent bei dem Thema Volkslied zu bleiben, was glaube ich auch für uns ganz persönlich ist, ne? Denn virtuose Barockmusik ist schon häufiger vertreten, da spielen auch andere Ensembles und ich glaube, dass unsere persönliche Note gerade in den Arrangements, die wir selber ja machen von diesen Volksmelodien liegt und das ist dann wirklich eben ausschließlich dieses Thema. Und ich finde so schön, dass die Stückauswahl sehr persönlich ist. Jeder von uns kann dann auch sagen und sagt das auch, hört euch das mal an, jetzt ist das nicht schön und oft ist es so oder fast immer, dass wir dann da sitzen und denken, ja, es ist wirklich schön, lass uns was draus machen, lass uns eine Bearbeitung finden, dann gibt es vielleicht Wünsche mal für 2 tiefe Flöten oder für hohe Flöten und dann können wir es im Vollen schöpfen und probieren aus und arrangieren um. Und das ist eben auch das Ergebnis davon, hört man auch auf der CD, unsere Bearbeitung eben. Ne? Ist dann eigentlich wie so eine Visitenkarte, ne? Also das Volkslied klingt bei uns dann so und eine andere Gruppe würde aus dem gleichen Volkslied was ganz anderes machen, aber das ist dann eben die Trigon-Fassung und davon haben wir jetzt einige. Ja. Es ist so, dass man natürlich auch Konzertprogramme konzipieren kann,
die sehr streng nach der historischen Aufführungspraxis konzipiert sind oder streng in einer Zeit bleiben, nur Renaissance-Musik oder nur Barockmusik, was ja auch wunderschön ist. Aber wir haben uns entschieden, unseren roten Faden, eben das Volkstümliche in der Musik zu nennen. Und da ist es vielleicht ein bisschen zu einfach oder zu eintönig, wenn man in einer Zeit bleibt für uns. Das ist auch was sehr Persönliches. Ne? Wir haben natürlich uns auch sehr mit der historischen Aufführungspraxis beschäftigt und in unseren Studien haben wir das auch sehr ausführlich bearbeitet und spielen ja auch Instrumente von historischen Vorbildern. Aber für uns ist es einfach viel schöner und wirkungsvoller, die verschiedenen Zeiten auch nebeneinander zu stellen und auch fürs Publikum nach unserer Erfahrung. Und das geht ja auch immer darum, ne, glaube ich, für uns alle eine Geschichte zu erzählen. Und das kann man dann mit so einem persönlichen Programm eigentlich viel besser, als wenn man jetzt akademische Stücke aneinander reiht, ne, die vielleicht alle aus einer Zeit kommen. Aber ich glaube, dass da genau, ne, dieses Geschichtenerzählen bei uns im Fokus steht, mit dem Moderieren und die Stücke dazu passen. Und von daher dürfte die alte Musikpolizei etwas leiser geworden sein. Und ich meine, in der heutigen Zeit ist das ja auch zum Glück, was ich ganz großartig finde, nicht mehr so streng. Also Crossover machen ja nicht nur wir, sondern sehr viele andere Ensembles. Und, und die Herzensqualität, die steht bei uns immer an erster Stelle. Man jäge fast traumlos da, ein Pfarrer aus der Linde lag wie alle, Mästerle künne am Gülharpa hast la, vor die Lüne ne die Lister hat da winde. Das war so, wir hatten 2 Tage Zeit in der Christuskirche in Brühl. Sehr kalt war es. Wir sind am Tag vorher reingegangen und haben ein bisschen Schreck gekriegt, weil so zu einer kalten Jahreszeit im Januar. Und aber wir haben gesagt, okay, da müssen wir jetzt durch, hatten 2 komplette Tage. Und dann haben wir sehr viel gespielt, also die Stücke immer wieder hintereinander gespielt, damit wir viele ganze oder lange Strecken haben zum Aufnehmen, dass wir also möglichst wenig schneiden mussten, beziehungsweise der Tonmeister. Ja, und dann, wie das so bei einer Aufnahme ist, natürlich muss man viele Pausen machen, wenn dann vor der Kirche auf einmal irgendein Presslufthammer anfängt oder der Kindergarten auf einmal Schluss hat und die ganzen Kinder zu hören sind. Aber das haben wir ganz gut hingekriegt. Wir hatten auch Open-End-Zeit und wir haben 18 relativ kurze Stücke aufgenommen. Also meistens ist es so, dass wir erstmal entscheiden, das Stück ist wunderschön und dann haben wir auch eigentlich schon ein bisschen eine Ahnung, wie die Instrumente eingesetzt werden sollen. Wir haben ja so viele Möglichkeiten mit Harfe und Cembalo und Tin Whistle und Geige und dann überlegen wir erstmal in der Richtung und dann ergibt sich eigentlich schnell so beim Durchspielen so das Gefühl dafür, wie soll es eigentlich sein. Und dann haben wir schon öfter gehabt am Wochenende, wenn wir zusammensitzen, zieht sich jemand zurück. Oft bin ich das, Kerstin hat auch schon Bearbeitung gemacht, Katrin macht dann 2 Stimmen und so. Und dann bauen wir es zusammen und probieren, was möglich ist. Notfalls verändern wir nochmal ein Instrument. Bei viele bei Grüße Süße war es jetzt so, dass ich tatsächlich so was ganz Konzertierendes im Kopf hatte, wo dass die Flöten sich so überschlagen vor Virtuosität und schnellen Läufen, wie es in dem Stück auch ist, weil der Sommer eben so explodiert. Und das soll dann einfach mit in der Bearbeitung drin sein. Und dann bringt eigentlich, ne, wer dann eine gute Idee hat, der bringt dann seine, ne, Bearbeitung oder seine 2. Stimme oder so mit. Und dann, wenn uns das nicht gefiele, dann könnten wir auch Einspruch erheben, aber meistens sind wir uns doch sehr schnell einig und finden es gut. Wir lassen eben auch mal die Pferde durchgehen mit uns, weil das unsere persönliche Note ist. Und es gibt auch immer wieder neue Forschungsergebnisse, gerade in Bezug auf Minnesang, wie das wahrscheinlich aufgeführt wurde. Und da bleiben wir trotzdem dem treu, was wir als Idee für uns haben, damit das irgendwie so persönlich stimmig ist. Ja, dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass wir durch unsere Arbeit in der Vergangenheit so ein Stilgefühl schon entwickelt haben. Und wenn man jetzt barocke Verzierungen macht in diesem Vivaldi, dann geht das gar nicht mehr anders als im Stil, so wie wir das gelernt haben.
Von genau. daher ist es vielleicht tatsächlich dann so eine Mischung. Ja. Es gibt so einige Spezialisten, die so bei der Hand sind, die ich dann um Rat fragen kann, weil ich meistens die Minnesang-Sachen jetzt geholt habe. Und dann, wenn so Feinheiten sind, wie die Aussprache gemacht ist, dann frage ich die um Rat. Die kommen zum Teil aus der musikwissenschaftlichen Richtung oder aus der germanistischen Richtung und sind auch noch mit Forschung am Ball. Und ab und zu entscheide ich aber auch mal, ich glaube, es müsste so und so sein, denn man kann es sowieso nicht hundertprozentig sagen, wie im Mittelalter tatsächlich dieser Minnesang bei dem Sänger zu dem Zeitpunkt geklungen hat. Oswald ist in Südtirol zu Hause gewesen, wie da der Akzent geklungen hat, das kann man sich nur ausdenken und deshalb kann man sich auch die Freiheit nehmen, so eine leicht persönliche Note reinzubringen. Ich glaube, dass es für uns klar ist, dass dieser Prozess, dass man ein schönes Stück findet und dann Bearbeitung draus macht, das ist für uns so befriedigend, dass wir das sicherlich beibehalten. Und da gibt es wie so ein Schatzkästchen, werden uns bestimmt noch zig Lieder über den Weg laufen, die wir dann auf unsere Art und Weise bearbeiten und so in unser Licht setzen. Da sind wir schon ganz gespannt. Es gibt ja auch so viele Kulturkreise noch, die wir aussuchen können. Wir haben ja bis jetzt Norwegen und die mittelalterliche Musik und vielleicht werden wir auch mal England bearbeiten oder die deutsche Volksmusik, die dann so ganz innig ist, selten gehörte Stücke. Da gibt es so viel zu entdecken. Ich glaube, da bleiben wir einfach auch dieser Linie treu. Und wer weiß, was dann in ganz vielen Jahren kommt. Ich glaube, wir freuen uns drauf. Ja. Wenn ich an Trigon denke, dann denke ich immer daran, dass wir uns besonders gut verstehen und dass die Qualität eines Ensembles sich ja zum Beispiel auch bei Reisen auf engem Raum niederschlägt. Und Holger hat einen Lieferwagen, ein ehemaliges Bäckerauto. Und da kann man sich auch auf die Nerven gehen, wenn man vorne im Führerhäuschen, wo ja eigentlich nicht drei Plätze für Erwachsene sind, sondern nur 2,5, kann man sich auch eben durchaus mal nicht so gut verstehen. Und wir haben schon Fahrten nach Süddeutschland geschafft und waren immer noch guter Laune, als wir da ankamen. Genau, im Winter von Norddeutschland nach Süddeutschland in diesem Wagen. Und da bin ich auch immer ganz froh, dass wir dann uns nicht nur musikalisch verstehen, sondern auch, wenn man eben solche extremen Situationen zusammen erlebt.